und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag, der 13. Spieltag ist es und ja, los geht's mit meinen Tipps, würde ich sagen. Das erste Spiel ist am Freitag und das ist zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV. Dieses Spiel gab es 2009, im August 2009 auch schon. Damals war Düsseldorf noch als Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga genannt worden und der Hamburger SV hat sich so extrem schwierig getan, die haben sie erst im Elfmeterschießen gewonnen gegen Düsseldorf, wo man schon gesagt hat, ja, die werden vielleicht Erstligisten irgendwann, jetzt sind sie es. Nun geht's gegeneinander in der Liga und der Hamburger SV wird das Spiel gewinnen mit 2:0. Düsseldorf momentan irgendwie, ja, Negativserie, zu Hause haben sie noch nicht einmal gewonnen, irgendwann wird es zwar der Fall sein, aber gegen Hamburger SV momentan anscheinend nicht. Die sind nämlich gut drauf. Das nächste Spiel ist zwischen den FC Bayern München und Hannover 96. Und bei dieser Begegnung denke ich mal, dass die Bayern gewinnen werden mit 3:0. Zwar ist das jetzt so, dass die Bayern gegen Nürnberg unentschieden gespielt haben, aber wenn man mit einer B11 gegen ein Team auftritt, was es ernst meint, dann ist das ja auch wohl klar, dass da irgendwie dann so ein Unentschieden rauskommt oder sogar eine Niederlage. Also die Bayern hätten so verloren, hätten sie verdient verloren. Hannover hat sich gegen Freiburg blamiert, zu Hause. Das hätte auch anders aussehen können. Freiburg in Top-Verfassung gewesen, Hannover irgendwie nicht. Und ich denke mal, dass die Bayern jetzt auf jeden Fall wieder intelligent gehen. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Wer sich die Spiele angeguckt hat, der kann ganz genau sagen, ja, irgendwie, ja, es wird was. Schalke wird irgendwie müde, schlapp, abgelenkt. Gegen Leverkusen hätte es auch gut und gerne 0:4, 0:5 stehen können. Ist aber nicht der Fall gewesen. Nun geht es gegen Frankfurt. Die Frankfurter hatten gegen Augsburg mit 4:2 gewonnen. Eindrucksvoll gewonnen, dominant gewonnen. Aber ich denke mal, dass Schalke gewinnen wird dieses Spiel mit einem 1:0. Da die auch noch in der Champions League spielen und nur nach dem Champions League Spiel gegen die Bayern verloren haben und gegen Frankfurt eigentlich ziemlich gute Bilanz da stehen haben, zumindest in den letzten Jahren. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen, das glaube ich Topspiel der Medien, denn der Alofs ist ja jetzt weg von Bremen, der ist ja jetzt bei Wolfsburg und bei Wolfsburg hat er gleich einen Sieg gefeiert, einen schönen 3:1 gegen Hoffenheim. Ja, nun geht's gegen seinen Ex-Club. Das wird interessant, denn sein Ex-Club, den kennt er ja auswendig eigentlich. Er kennt jeden Spieler, er hat jeden Spieler mindestens ein halbes Jahr gesehen, also fast ein halbes Jahr gesehen. Und er weiß die Spielweise. Wie werden sie darauf reagieren? Ich denke mal, dass Wolfsburg locker leicht gewinnen wird mit einem 3:0. Denn Vorbereitung ist alles. Das nächste Spiel ist zwischen in FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Ja, Dortmund tut sich in Mainz relativ schwierig. Die gewinnen oftmals nur mit einem einzigen Tor Vorsprung. Ich denke mal, das wird sich jetzt ändern. Dortmund wird gewinnen mit 2:0. Kommen wir nun zum nächsten Spiel. Zum, ja, nächsten guten Kracher, nämlich zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Das ist ein Derby, ein Franken-Derby. Da kann man eigentlich nicht sagen, wer gewinnt, weil statistisch gesehen kann man egal was sagen, alles Mögliche. Dieses Spiel ist ein Derby. Ein Derby ist immer unterschiedlich. Ich tippe auf ein Unentschieden 1:1. Ja. So ist das. Das nächste Spiel ist zwischen SC Freiburg und VfB Stuttgart. Freiburg ist momentan in einer guten Situation. Die haben jetzt gegen die Hannoveraner gewonnen, gegen Hamburg. Okay, das hätte auch anders aussehen können, klar. Stuttgart dagegen, ja, die haben gegen Gladbach durch ein Eigentor von Gladbach gewonnen. Relativ dummes Eigentor. Aber
So ist das manchmal. Beim Fußball kann man auch ein Eigentor zum entscheidenden Treffer machen. Ich denke, dass Freiburg das nicht passieren wird und dementsprechend 2:1 gewinnt. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Und bei dieser Begegnung tippe ich auf ein 1:1. Wieso wimmelt es denn 1:1? Ich denke mal, dass Gladbach aus der Europa League ziemlich erschöpft rauskommt und Augsburg mal irgendwie gewinnen will. Also die müssen ja irgendwann mal gewinnen, damit sie da unten rauskommen. Gladbach zwar nicht wirklich der beste Gegner in dieser Hinsicht, aber letzte Saison hat es ja auch geklappt für Augsburg. Das nächste Spiel ist zwischen TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Und bei Hoffenheim hat es gegen Wolfsburg irgendwie nicht geklappt. Der Ball wollte nicht rein. Bis kurz vor Schluss, bis Derjok hat doch mal getroffen und das 1:3 gemacht hat. Irgendwie will es aber Hoffenheim einfach wieder nicht. Es ist diese kurze Phase der guten Spielweise und dann wieder voll weg. Leverkusen dagegen hat eindrucksvoll gegen Schalke gespielt. Die haben 2:0 zwar gewonnen, aber sie hätten noch höher gewinnen können. Ich denke mal, dass das bei Hoffenheim kaum anders sein wird und aber dieses Mal hoch gewonnen wird, nämlich mit 0:4. Das waren meine Tipps. Eure Tipps könnt ihr gerne wieder in der Community, da unten in der Tippgemeinschaft, Community kann man auch das nennen, abgeben. Müsst es nicht. Also, wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder, wenn ihr möglich glaubt, das ist der 14. Ja, das ist der 14. Also, bis dann und tschüss.